Anfang letzten Vibe, da habe ich ja 2 Monate durchgesuchtet und danach war die Lust weg. Da lieber will ich es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen und dafür länger am Ball bleiben. Ah, jetzt habe ich ja wieder keine Das ist Lampe gut. an der Knipe. Ja, finde ich auch. Der Spawn ist aber gut so, Matze. Der ist gut. Da haben wir hinten Trainer-Exit. Also wenn man bedenkt, dass Waiting for Player gleich Spieler laden, die Map ist, solltet ihr alle mit. Ich geh in die andere Halle, ne? Schlechter Hardware löschen. Ja, okay. Aber pass auf, Klaus. Nicht, dass da schon einer ist. Nee, eigentlich spawnt hier ist nur ein Spawnpunkt hier. Okay. Die einzige, die jetzt kommen könnten, wäre Tankstelle, alte Tankstelle oder Scaff. Ja. Extraction. Alle mit schlechter Hardware. Du bist ja böse, Verwandibus. Ich warte doch gern. Da kann ich immer mein Zigaretten rauchen. Ich mache auch langsam. Ist aber irgendwie schon Level 27 draus geworden. Naja, wenn es so alles passt, ist doch okay. Die Idee-Lampe. Ja. Wo bist du jetzt? Komm zu dir in die Halle rüber. Irgendwie. Schießt du? Ja, hier ist direkt an dem Van, wo die 2 PCs sind, ist ein Scaff. Okay. Aber der ist schon gut angehittet, also da brauchst du nicht mehr viel machen, glaube ich. Noch einer. Okay, mal zur Seite, Klaus, nicht, dass er dir hören lässt. Ja, warte, ich bin beim CMS. Okay, ich mach dir wieder zu, nicht, dass ein Spieler dir einen Rest gibt. Oh, Essen und Trinken habe ich gar nicht mitgenommen. Ich geh mal zum Van. Komm mit. Brauchst du noch 2 Scaff oder wie brauchst du noch? Also 2 brauche ich noch, ja. Ein für die Hauptquest und ein noch für die Daily. Du willst schon wieder oben drüber springen, oder? Ja, können wir machen. Bin drüber. Okay. Ich folge dir. Bin wieder am Loch. Ja. Oh. Oh. Ein Scaff hat geschrien, wurde ein Scaff erschossen. Ja.
gehe mal links lang, weil ich keine Lampe habe. Er ist oben auf der Schiene. Wo ungefähr? Vom Wagen war er. Vom. Ich werde ihn doch nicht mit einem Schuss getötet haben. Nee, du hast gerade eine Granate geschmissen. Ja, also ich habe geschossen und eine Granate hinterher. Doch, der ist tot. Hey. Sogar zwei Matze. Was? Zwei? Na, das nee, oder das hier war das Skeff, glaube ich. Mhm. Nee? Gut, nee, den hat er getötet, glaube ich. Okay. Level 19, den kann man schreiben. Den kann man schreiben. Der ist Level 1 hier. Okay. Sniper. Wollen wir weitergehen, ja, ne? Ja. Ah, meine Body-Armor liegt da so, warte, die will ich doch mal ins schmeißen. Nicht, dass hier einer vorbeikommt. Einen Helm habe ich jetzt nicht gefunden, aber das ist auch okay. Der hat ja die... Ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst gehört habe, Klaus. Ist der Sniper, der auf mich schießt hier. Eine untere Brücke. Oh, man sieht ihn kaum. Schießt du Schall gedämpft? Ja. Mhm. Hat sich noch vor zum Durchbruch hier. Okay.
in einer Sanitasche. Okay. Das war also schon in einem Zaun. Mhm. Das klingt fix. Wie viel wiege ich denn schon wieder, sag mal? Kilo. Der hat bestimmt gekotzt, Alter. Kommt und kriegt direkt eine Pop. Verplättet, Junge, das ist nur so kracht. Komm, Klaus. Brauchst du was zu trinken? Müsste ich mal gucken. Ja, könnte man langsam mal in Erwägung ziehen. Oh, eine ganze Wasserflasche sogar. Danke. Nee, die Hälfte habe ich getrunken. Ah, das ist gut. Hälfte, Hälfte. Sehr gut. So ein Kumpelmann. Passt auch. Ich habe ein bisschen über 70. Alles geil. Ist der Sniper eigentlich tot? Ich glaube, ich habe den gerade erwischt, ja. Okay. Konnte es aber schlecht erkennen, weil er da nur mit einem Köpfchen oder so. Ja, ein bisschen. Das war nur ein Punkt. Nee. Ja, er ist noch aktiv, aber hat von uns abgelassen. Ist auch nicht schlecht. Ich bin bei den Dixies, ne? Ja. Willst du eine Ketter mitnehmen, Klaus? Ja, was? Eine Ketter. Nee. PP 19. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich habe den Sniper bestimmt getroffen und der ist verblutet. Ist möglich. Muss ich gleich noch gucken, die Quest. Ja, Tatsache. Fertig. Ich brauche bloß noch eins für die Daily. Was machen? Wir gehen weiter, ne? Okay. Aber das da hinten auf dieser Werkstatt, der Sniper, den habe ich in diesem Wald überhaupt noch nicht gesehen. Doch, ich schon mal. Aha, okay. Okay. Schnell, bevor sie Rache üben mit dem Maschinengewehr. Aber reingehen, oder? Können wir machen. Vielleicht jetzt den Laser? Ja. Hey, wieso kriegen wir eine Lampe nicht an? Was ist das? Aber hier wurde schon gelootet, oder? Hm. Die S haben sie stehen lassen. Ja. Was denn? Ich hab da ne. Wo hab ich da meine Lampe hingeschmissen, ich Idiot? Oh. Die gar nicht rangemacht? Danke, Svenny. Naja, dann gehen wir raus. Hier war eh schon. Da waren die Leute eh schon drin. Die Tür ist offen da hinten.
liegen auch einige im Dreck. Anlauf. Die. Marlboro brauche ich. Oh, ich brauche noch zwei Luckys. Oh, ich hatte vorhin welche. Und ach, da warst du ja tot, Mann. Der hätte ich dir eine geben können. Auch wenn ich welche finde, gebe ich sie dir, Klaus. Ich bin am Panzer, ne? Mhm. Oh, ich sehe welchen. Wo? Der habe ich auch gesehen. Links an den Zug, am Zug, links am Zug. Oben, ja? Mhm. Okay. Wollen wir woanders lang gehen? Komm, dann gehen wir woanders lang. Ja. Ja, und der Typ, der denkt sich das gleiche jetzt. Komm, wir gehen woanders lang, okay. Oh. Brücke gehen? Ja, würde ich sagen. Ne? Zu fett. Oh, hier ist was im Gebüsch, hier vorne. Ja. Pusht mich. Er ist in einem Container unten rechts. Er hat harte Hits. Minus? Jo. Okay, was hat er nun davon? Hier kommt noch was. Von unten. Skeff, ja, ey Klaus, das bin ich. Okay. Hm. War ein Sketch-Spieler. Hui. Level 34, Alter. Paar Kanätchen würde ich mitnehmen, wenn man hat. Oh, herrlich. Mörder. Ganz dich laden, Klaus.
muss meinen Rucksack holen, nicht flicken. Achso, war eigentlich eigentlich. Irgendwo hatte ich doch meinen Rucksack. Hä, den hatte ich. Ah, hier. Oh, Klaus, hinter mir. Oh, ich bin tot. Oh, scheiße. Nein. Oh. Ein Skeff-Spieler, Alter. Oh, oh. Aber gute Ernte. Wo liegst du? Ich liege vor dem vierten Häuschen. Direkt genau davor. Und der wo hat. Wo man die Treppe hochgeht, oder? Ja, ja. Da so zwischen Leitplanke und den Autos da. Der hat direkt von hinten geschossen. Oh, hätte ich mich doch erstmal geheilt und dann den Rucksack geholt.